13, 20. 20 and on, 20 and to, 20 and three. Was sind das für Zahlen? 24, 25. Wir haben es geschafft. Oh, nee, ich wollte, das war nicht so effektiv. Da rollt das Vieh natürlich weg. Und ich habe den Boden berührt. Ja, wie viel wir einfach noch vor uns haben. Oh ne, schon wieder was Rotes. Und zwar zieh einen Hoodie an, obwohl es 30 Grad sind. Moment, wie viel Grad haben wir? Sehe ich schon hier nicht. Ist zu weit weg. Jetzt haben wir gerade 29 Grad. Ist aber auch nicht besser. Das heißt, ich muss mir jetzt einen Hoodie anziehen, obwohl es halt so warm ist. So, das muss ich jetzt anziehen. Das heißt, oh mein Gott. Okay. Ich kann ja einfach so machen. Und dann das Ding da drauf. Weil es steht ja da extra ein Hoodie, also auch mit Kapuze. Oh mein Gott. So, und ihr wisst nicht, wie heiß das gerade ist. Okay. Das muss ich ja heute noch machen. Was ist das nächste? Natürlich noch ein extremes. Ah, was ist. Nee. Nimm 5 Kaugummis auf einmal in den Mund. Und natürlich packe ich da noch eine Schippe drauf und nimm nicht einfach irgendwelche Kaugummis. Nein, sondern die Kaugummis, die ich hasse. Das sind diese hier, diese Airwaves, Mental und Ekelpitismus. Genau. Also 5 Stück, ich hasse die. Ich versuche erstmal einen in den Mund zu nehmen, ja? Ich habe irgendein Haar im Mund. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Alle auf eine Seite, so. Da ist nichts, aber da. Ich kau den nicht, denn dann. Nein, ich hab's gekauft. Okay, es reicht, ich gehe mal ganz kurz zum Mülleimer. Ah, und wenn man noch einatmet, dann geht das auch noch durch die Nase, Alter. Wir haben es geschafft. Was lachst du da draußen noch? Okay, let's go. Nächste Challenge. Okay, was? Suche blind den großen Ball. Ich glaube, ich muss erstmal eine Pause machen. Ich muss definitiv eine Pause machen. Kleinen Moment noch. So einen großen Ball, einen großen Ball, also okay, mein Ball, der ist da hinten. Ich hab mein Stuhl geht nicht mehr in die Richtung. Okay, das heißt, ihr seht wieder das Gebiet. Ich halte mal wieder die Augen zu und werf das Ding jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wirklich irgendwo hinter diesem anderen Stuhl ist. Das heißt. Ich
Wisst ihr was, ich brauche dafür zwei Hände, ich mach einfach die Augen zu, glaub's mir halt einfach. Wenn nicht, dann hat dann Pech. Ah, okay. Ich wechsle mal ganz kurz. Aber der war irgendwo auf dem Boden, ich kann mir vorstellen. Dass der irgendwo hier unten ist. Verdammt, wo ist der jetzt hin? Der ist irgendwo in die Richtung weggerollt. Ach komm, ich schau jetzt einfach. Hä? Wo bin ich denn hier? Da hinten, ja, wie soll ich denn da finden? Ich will einfach sagen, wir verstecken den jetzt nochmal kurz, weil das hier, das war absoluter Fail. Wir haben den eigentlich nicht gefunden. Los. Ja, das ist ganz einfach, der ist irgendwo auf der Couch gelandet. Ich hab's gehört. Aha. Ah, Hilfe! Okay, irgendwo hier muss der jetzt liegen. Nee, das ist er nicht. Da ist er, ich hab ihn. Das war jetzt wirklich einfach. Okay, was mache ich überhaupt nur, Freunde? Ja, das muss doch hin. So, okay, die Challenge haben wir also auch geschafft. Und die nächste Challenge. Nein, schon wieder was Rotes. Ist zwei Schokocroissants, die heute ablaufen. Bei mir laufen sie also morgen ab, ja. Also bei euch halt heute. Zwei ganze Ey, was soll ich noch alles essen? Ich hab gerade eben erst 5 Kaugummis im Mund genommen und hab den Geschmack immer noch. Ich hab Salzwasser getrunken. Ich hab das hier an. Und jetzt soll ich... Okay, Freunde, ich hab mir gerade die Aufnahme angeguckt und die ist leider abgeschmiert. Ja. Also mit den Schokocroissants und davor habe ich jetzt auch noch was gesagt. Ich weiß allerdings schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe die Schokocroissants jetzt gegessen, die liegen auch hier. Also die Verpackungen, ja. Jetzt habe ich wenigstens den Mund von dem, den Geschmack von dem Kaugummi nicht mehr im Mund. Also, das haben wir jetzt auch geschafft. Ich bin auch sehr froh darüber. Eigentlich war es nicht mal so schlimm. Und die nächste Challenge: Sammle ein Motorrad, ohne den Boden dabei zu berühren. Wir dürfen sowieso nicht den Boden berühren. Und das Motorrad ist da oben im Schrank. Eins davon muss ich jetzt nehmen. Und das ist ja eigentlich einfach, ne? Wenn wir schon das hier gerade machen, könnte ich mal gerade gucken, was da oben überhaupt alles so ist. Nichts. Ne, komm, das hier gefällt mir nicht. Das sieht schöner aus, guck mal hier. Wunderschön. Und da ist das jetzt richtig. So, ich berühre nicht den Boden. Ich sitze auf diesem komischen Ding da. Hey! Gut, ich habe jetzt hier so ein Motorrad hier genommen. Ja, das fährt auch. Nicht. Und zwar fehlt es eigentlich jetzt nur noch dieser mittlere Ball. Mal schauen. Und als nächstes kommt... Suche blind den Hundekauknochen. Stimmt, der ist auch noch da. Das ist nämlich das Ding hier. Da steht angeblich 100 Kilo drauf. Ich bin natürlich hier. Ja. Sieht man auch an meinen Arm. Wieder dahin. Das Ding, ich mach die Augen wieder zu und auf das Ding jetzt einfach weg. Ja, das war wirklich nicht. Ja,
Es liegt wieder auf der Couch. Augen zu. Das ist der mir aufs Bett gepinkelt hat. Nein! Lass das los. Naja, also, Challenge geschafft und bumm! Suche blind den Golfball. Das ist doch wohl nicht wahr, Freunde. Diesen Ball suchen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich suche den hier blind, ja? Okay, das heißt... Ist klar, der ist wieder auf dem Tisch hier gelandet. Bevor der mir wieder hier aufs Bett pinkelt. Hier, komm. Halt. Du gehst mal klein, komm, geh am besten erst ganz raus. Okay, ich werf den Ball jetzt dahin. Der ist jetzt irgendwie unten. Oder? Ich weiß nicht. Nee, komm, okay, wir machen es mal wieder da hinten. Alles klar, der letzte Ball. Boom. Er ist auf dem Sofa gelandet, ich höre das. Ich mache das jetzt so. Okay, das heißt, ich suche jetzt das. Moment, was war das denn jetzt? Ist auf dem Boden, ne? Suchen ihn jetzt noch ein letztes Mal. Was mache ich ja überhaupt? Da ist er. Also Freunde, bitte, ich habe bei dieser Challenge wirklich ein bisschen übertrieben. Moment, es geht noch weiter. Moment, ich nehme jetzt meine Zettel. So, okay, also wir haben diese Challenge geschafft und die nächste Challenge wird dann sein. Wir haben es geschafft! Freunde, wir haben es endlich geschafft! Und irgendwo jetzt hier ist das Ende. Noch eins und BAM! Ende! Freunde, wir haben es geschafft. Und hier ist das Diplom. Würde ich sagen, unsere Urkunde. Hier, warte. Sehr geehrter Strolli, wir bedanken uns, dass Sie dieses wundervolle. Ich habe das nicht geschrieben, ne? Wundervolle, wunderbare Spiel oder auch genannt Blue Queen Red Challenge absolviert haben. Absolviert nicht, warte. Wir gratulieren dazu nicht. Das hier ist das Goldabzeichen, ja. Noch professionell, hochprofessionell, ja, und das ist, dieses Diplom ist von Ananaskopf mit seiner Unterschrift, was wir da, ihre Unterkunft, natürlich unterschreibt, ich nehme hier diesen Stift, der, das ist auch ein Edding, und unterschreibt dort jetzt natürlich, so, Moment, mein Name, der lautet natürlich, ich hab's geschafft. Geilo. So. Das ist meine Unterschrift. Ihr könnt sie fälschen, wenn ihr wollt. Ja, Freunde. Guckt euch das an, wie ich aussehe. Ich muss das jetzt hier ausziehen. Okay, ja, das war's von dieser sehr, sehr aufwendigen Challenge. Wir haben jetzt 7:30. Und ich habe, glaube ich, ich glaube irgendwann um Dings Uhr angefangen, um 6:30
Eine Stunde hat es jetzt gedauert. Und ich muss jetzt ein Video schneiden, das mindestens nur so 15 bis 20 Minuten lang ist. Das geht natürlich überhaupt nicht, ja. Und Freunde, ich bin nass geschwitzt. Wir haben es jetzt 29 Grad immer noch. Aber Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt nicht. Lasst am besten alle schon gleich ein Dislike da, damit ich weiß, dass ich das hier nicht mehr machen muss. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch kostenlos gerne tun. Kostet natürlich nichts. Deshalb heißt es auch kostenlos. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann dürft ihr natürlich auch die Glocke aktivieren. Also bis zum nächsten Klingeln. Bis zum nächsten Mal und klick. Tschüss. Was schreit der Hund da draußen? Ich weiß nicht mehr. Es ist der Hund der Nachbarin da unten. Der schreit den ganzen Tag wirklich. Wirklich den ganzen Tag. Ja. Waff! 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 Okay, tschüss.